Hallo alle zusammen, ich grüße euch auf meinem Kanal. Viele von euch haben mich gefragt, ob kann ich nicht ein Make-up-Video machen, meine Make-up-Routine. Dann habe ich überlegt, ich werde euch zeigen, meine Make-up-Routine. Ein Make-up für jede Frau, egal für welchem Alter, ein Make-up für ganze Leben. Kannst du dir vorstellen, was für ein Make-up ist das? Seh an, wie ich komme. Von hier nach hier. Ich fange an mit dem Optimismus schön leicht neitupfen. Den Optimismus braucht man den ganzen Tag. Ich zum Beispiel, ich bin glücklich, dass ich bin so jung wie jetzt. So jung wie jetzt wäre ich nie mehr. Denn Optimismus, das ist deine Sicht auf ganze Welt, den ganzen Tag. Aber pass auf, nicht zu viel mit dem Optimismus. Das kann Enttäuschungen bringen, wegen zu hohen Erwartungen. Mein Optimismus unterstreiche ich, verbessere noch mit so einem Ding. So ein spezieller Satz. Das ist mir immer das Endergebnis egal. Ich freue mich, ich genieße jetzt diesen Moment, das geschah, die ganze Prozedur. Und sei nicht erstaunlich, dass das Endergebnis wird immer so fantastisch wie bei mir. Ich mag zu meinem Optimismus Farbe bringen. Ich bin so farbiger Typ. Ich liebe Blau, wie das Himmel. Ich liebe Grün, so frisch, saftig, wie das Frühlinggras. Ich liebe Pink, wie diese schöne, so kräftige Blumen. Ich liebe Lila, wie das Düften des Flieder. Ich suche mir die Farbe nach Lust und Laune und nach meinem Outfit. Probier selber Farbe. Schau, auch wenn bist du ein ruhiger Typ, was betrifft Farbe. Probier die aus. Beobachte deine Freunde, wie die reagieren. Vielleicht, wer weiß, entdeckst du in sich selber eine Liebe zum Farbe. Mach dir Spaß mit Farben. Mit Perspektive sind wir fertig. Jetzt fange ich die Fühlen, Formen und Pflegen die Gedanken. Wir sind das, was wir denken. Stell dir vor, wann hast du die negative, selbstzerstörerische Gedanken? Wo kommen die dann? Was passiert dann mit denen? Die Tropfen über dein schönes Gesicht und am Ende machen ihn hässlich. Weiter mische ich die Foundation. Das ist richtig gleichmäßig über die alle wichtigen Dinge gemischt und gepflegt. Die intellektuelle Seite, die emotionelle Seite, die physische Seite und die geistige Seite. Was tust du, dass das alles ist jeden Tag gleichmäßig verteilt? Intellektuell tust du dein Gehirn täglich so inspirieren und irgendwie da kleine Schrauben eindrehen, ihn zu stimulieren, neue Dinge zu lernen? Das gibt so viel interessante Sachen, wo kann man jeden Tag lernen. Physisch. Tust du deinen Körper richtig pflegen, jeden Tag? Tust du dich richtig ernähren mit Früchte und Gemüse? Bewegst du dich jeden Tag? Emotionell. Siehst du deine Emotionen? Ignoriere die nicht. Arbeite an dem ganzen Geschah, von wo die kommen.
Lass nicht zu, dass die stapeln sich in ein Riesenberg. Und natürlich spirituell. Hast du denn deine Philosophie, das Leben? Stellst du dir Frage über Existenz, Leben auf dem Welt? Was mache ich hier auf dem Welt? Find Zeit dazu und denk nach. Jetzt fange ich mit der Freundlichkeit. Ich denke, wir viele neigen das zu übersehen oder oft zu viel zu verwenden. Kann man das Freundlichkeit viel zu verwenden? Stell dir vor, wie wäre das Welt, wenn wir alle gegenseitig, wenn wir uns versuchen mit gegenseitig mit Freundlichkeit überspringen? Ha, wie wäre denn das Welt? Und das fast letzte Schritt. Die Wörter, das, was du sagst. Bist du stolz auf das, wie du sprichst? Tust du über andere lästern? Bei mir ist das Abend zu den Lippenstift, kommt so ein bisschen auf die Seite. Bist du angenehm für andere Leute? Auch in Schätzweise tust du die nicht beleidigen? An dem denke ich auch jeden Tag. Und das Letzte, wahrscheinlich das Wichtigste, dein Selbstwertgefühl. Ist dein Selbstwertgefühl niedrig, flach, nicht so schmeichelhaft? Fühlst du dich nicht so ganz sicher, bisschen splissig? Ich glaube, dass deine Selbstsichergefühl und das, wie du dich selber schätzt, beeinflussen die übermenschliche Beziehungen mehr als etwas anderes. Selbstsicherheit, Selbstachtung. Von dort kommt alles das, was du siehst, was du hörst, was du denkst, was du sagst. Wenn deine eigene Meinung ist über sich selber ist nicht so gut, dann wärst du keine lustige Person, mit welcher möchten die anderen Leute zusammen sein. Bist du sicher, dass verbringst du genug Zeit, um deine Selbstbewusstsein richtig zu pflegen?